Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hierher zu einem Livestream von Minecraft Pocket Edition heute, zusammen mit dem Littles. Und wir wollen uns heute gemeinsam anschauen, einen Skyblock-Server. Ich habe lange nach Skyblock-Servern gesucht, jetzt haben wir einen gefunden, hoffe ich, mit dem es funktionieren kann. Ich streame live, ich nehme nebenbei auf, wir gucken, was passiert, wir schauen einfach. Du kannst mal ganz kurz bitte mal von da unten die Fernbedienung geben. Ich müsste nämlich den Fernseher ein kleines bisschen lauter machen. Ich höre nämlich nichts. Was aber auch daran liegen kann, dass da nichts zu hören gibt im Moment. Okay. Bist du rausgeflogen? Die Uhrzeit. Es ist genau 16 Uhr. Siehst du, das zeigt sogar die Uhrzeit an. Wie cool. Ja, genau 16 Uhr. Ich bin gespannt, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Ich hab dir das geschickt. Na, ich hab dir nichts geschickt, aber wir gucken gleich mal, was hier passiert, ne? Fakt ist, wir streamen, wir sind live. Keiner ist dabei. Es ist aber auch ein spontaner und unangekündigter Stream. Kann also ganz normal sein. Da ist der Kevin Hinz. Herzlich willkommen, Kevin. Du bist der Erste heute hier. Ich habe Discord an schon im Hintergrund. Mal gucken, ob nachher auch Marki muss dazukommen. Der alte Jenkins. Hallo, kommt ihr wieder Terraria machen? Wir machen auch bald wieder Terraria. Hey, was steht an? Schreibt Dave. Dave, es steht an Minecraft Infinity. Und das glaube ich nicht. Steffen Wolf hat abonniert. Einfach jetzt einfach so. Einfach mal so nebenbei. Danke auf jeden Fall dafür. Und ja, ich hau mal ein paar Dinge rein, nämlich zum Beispiel die letzten Events. Danke. Und ich hau mal raus, ja, so müsste es passen, ne? Wer aktuell zuschaut, machen wir einfach auch mal das mit rein. Und ja, das müsste schon sein. Wir haben aktuell 2 Twitch-Zuschauer, 0 bei YouTube, 0 bei Mixer, sagt jedenfalls die Statistik. Ladeshut, herzlich willkommen. Heute hier auf, also Minecraft auf einem völlig offenen Server. Das ist also dieser hier. Wenn du Ausrufezeichen Skyblock in den Chat schreibst, wird dir der Bot alles Wichtige sofort mitteilen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, ich habe also bei mir vieles neu eingerichtet, wenn irgendwas mit dem Ton nicht stimmt oder irgendwelche anderen Probleme, es übersteuert manchmal das Mikrofon, schreibt es mir bitte sofort in den Chat, wenn ihr Lust habt, dass wir das positiv verändern. Irgendwas hängt ein bisschen. Kevin, ich bin im Urlaub in Griechenland, trotzdem Stream gehört. Das ist ja phänomenal, da freue ich mich so drauf, dass ich auch mal wieder dahin fahre. So, pass auf. Also, Infinity mit Ausrufezeichen Skyblock, schreibt der Bot in den Chat, wo du dich melden kannst. Ich würde dir gerne zeigen, aber komme ich da drüben hin. Doch hier in die Einstellung, guck mal. infinitycraft.ddns.net, da sind wir gleich zu finden, unter dem Port 19132. Ich hoffe mal, ich bin schneller als ihr alle, bevor wir gar nicht mehr reinkommen. Ive Markim, hallo und herzlich willkommen hier. Ive Markim, wenn du Lust hast, dabei zu sein, ich bin im Discord gerade aktuell im Raum, du kommst ja jederzeit rein, wenn du möchtest. Wir sind hier ganz, ganz, ganz frisch, ganz neu und ich höre immer noch keinen Ton. Warum höre ich denn eigentlich keinen Ton? Lass mich mal kurz prüfen. Doch, da war gerade was auf jeden Fall, ich habe gerade ganz kurz was gehört. Ich weiß nicht, machen wir das mal so, aber generell hätten wir es eigentlich hier. Da darf es auch da, auch da wohl. Hallo und herzlich willkommen natürlich. Auch du darfst sehr gern dabei sein. Zeus ist der liebe Kollege hier. Der hat uns also gestern den Server ein bisschen vorgestellt. Herzlich willkommen, Zeus, im Livestream. Wir sind also, wie gesagt, aktuell auch im Discord für alle, die mitmachen möchten. Kommt einfach rein. Ihr seid Moderatoren. Die Moderatoren, Leute, dürfen ohne Probleme mit reinkommen. Dann, Dennis, du hörst mich doch, nicht wahr? Im Discord. Also ist das, funktioniert das. So. Jetzt fangen wir das als erstes damit an, dass ich jetzt meinem Sohn das Recht gebe, auf dieser Insel zu bauen. Denn ihr seht, also wir haben hier eine Kiste, eine Starterkiste, in der ist was drin, das kannst du dir gleich auch mal angucken. Und was wir brauchen, und mehr haben wir nicht für alle. Jetzt pass auf, ich muss jetzt etwas schreiben. Jetzt finde ich mal raus, so geht's nicht. Ich habe mir jetzt also was bestellt, damit ich eine Tastatur benutzen kann. Ich schreibe jetzt mal so. Und zwar muss ich schreiben Folgendes. Um jemandem das Recht zu geben, bei mir zu bauen. Also ich habe alles, was ihr wissen müsst, Ausrufezeichen Skyblock in den Chat. Ich mache es einfach mal als erstes. Ich zeige euch mal, wie das geht.
Ausrufezeichen Skyblock in den Chat und dann sagt der Bot dir, was du zu tun hast. Und zum Beispiel steht hier, wenn du jemanden hinzufügen möchtest zu deiner Insel, dann schreib in den Chat /p@h und dann Name. Jetzt nochmal ein neuer Versuch. Ich muss also auf den richtigen Knopf drücken. So. Jetzt habe ich das Problem, dass die Tastatur hier auf dem Tablet, da habe ich gesagt, habe ich schon eine externe dafür bestellt, aber das geht jetzt nicht so richtig. Jetzt muss ich mir viel Mühe geben. Also, Schrägstrich, dann kommt ein P, Schrägstrich, P. Ich hoffe, das ist richtig, was ich mache. Der Werte Zeus Timmy, der hier vor mir steht, würde mich korrigieren, wenn etwas nicht stimmt. /P, dann add H, also, das habe ich in Z geschrieben, das muss ich wieder wegmachen. Wo ist das doof hier mit der Tastatur? Mit der PlayStation kann man natürlich richtig schön hin und her schreiben. Also add H, ich hoffe, es geht. Und dann haben wir, oh, ist weiterhin zum Geburtstag, das freut mich richtig, das ist eine coole Geschichte. Immer Google ist schuld, ja, ist doof jetzt. Und dann muss ich hinschreiben, XX Littles, denn das so ist ja mein Name meines kleinen Sohnemanns, der hier neben mir liegt. Der wird sich riesig freuen, gleich kann losbauen. Aber bitte nicht alles abbauen und dann in die Tiefe stürzen. Das könnte in First Darf den Darfu passieren. Oh, wenn das jetzt... Nee, also das wussten wir schon, dass da der Darfu meinte schon, dass, also bei Skyblock, das ist ja das, was den Spaß ausmacht, dass man da eben vielleicht mal runterstürzt mit kompletter Ausrüstung. Oh, du siehst, ich hätte sowas wipen können, aber das bringt es ja nichts. Littles. So, P at XX Littles. Hallo? Ja, hallo. Was, du stehst nicht auf einem Grundstück? Oh, hallo. Was ist dein Plan für den Stream? Mein Plan für den Stream ist, hier loszubauen. Ich stehe nicht auf meinem Grundstück. Doch, ich stehe auf meinem Grundstück. Okay. Hey, kannst du Maggie, machst du auch mit? Bist du dabei? Also du kannst den Server musst du nur einfach nur eintragen. Bin ich schon drin. Keine Ach, Angst. Das ist geil. Jetzt pass auf. Alles andere bringe ich dir gleich sofort bei. Ich lock dich zu mir. Du kannst mir eine Freundesanfrage schicken oder ich schick dir mal lieber eine. Oje, /is. Jetzt versuchen wir es mal damit. A-D-D-H. Jetzt versuche ich es nochmal. Und dann geht's sofort los. Bist sofort du dran, ja, Martin. Ich hoffe, das klappt jetzt hier. Ey. Ich habe nämlich eine Tastatur für extra gekauft. Na, erstmal muss ich dich zum Mitbesitzer der Map machen. Schrägstrich Insel, @h, wollen wir mal gucken. Hat das funktioniert? Kannst du jetzt hier bauen auf der Karte? Nee, warte mal, dich muss ich noch zu. Das muss ich gucken. Das geht jetzt. Du kannst jetzt in die Kiste kannst du jetzt reingucken, ne? Ja. Und ist da auch was drin in der Kiste? Ja, jetzt pass auf, jetzt. Okay, ne, pass auf. Jetzt mache ich erstmal den Mark ihm zu einem Freund. /friend. Du darfst gerne den, du musst, pass auf, warte noch mit Abbauen des Baumes, mach erstmal die Blätter ringsrum weg. Du musst nämlich jetzt, Setzlinge neue sammeln, damit wir einen neuen. /friend. Setzlinge kommt da raus, die musst du haben. Gut, sehr gut. Und jetzt nicht runterfallen. Okay, Markim, dein Name in Minecraft jetzt ist Evil Markim, nicht wahr? Oder war das Black Markim? Nee, Black. Dann machen wir jetzt Black Markim zusammengeschrieben, nicht wahr? War irgendein Buchstabe groß? Das B groß. Das B groß, danke. Und das M ist groß am Anfang. Okay, danke für den Hinweis nochmal. Hätte ich natürlich auch vorher prüfen können. Sobald ich, sehr gut, mein neues OTG-Kabel habe, kann ich nämlich Tastatur hier extern benutzen. Habe ich mir bestellt jetzt. Das war's. Gut, dann macht er die Setzlinge in die Kiste rein und dann kannst du sofort den Stamm abbauen und dann kannst du losgehen hier. So, jetzt machen wir erstmal... Wir haben sogar noch einen anderen Setzling da drin und
Sehr gut. Pass auf, Markim, jetzt kriegst du die Freundschaftsanfrage von mir gleich. Ich möchte Freund werden. So. Jetzt kannst du / IS oder sowas except Quitschi Bu schreiben. Das ist ja geil. Das freut mich schon mal. Bei mir ist eine Meldung aufgetaucht, die ich akzeptieren konnte. Na, das ist doch noch richtig cool. Und jetzt kannst du, wenn du jetzt mein Freund bist, dann kannst du jetzt /friend schreiben und dann kannst du dich zu mir teleportieren. Also gehst in den Text, gibst ein / friend und dann kannst du dich zu mir teleportieren. Ja, guck mal, hier blinkt's schon. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Könnt ihr uns ja erstmal eine Werbung quasi. Na genau, bei uns doch mal eine. Jetzt haben wir hier. Also ihr seht, es geht gut los. Wir sind im Moment zu dritt. Der Zeus Timmy wird wahrscheinlich auch mitbauen. Sehr gut, du hast eine Werkbank gebaut. Dieses eine Stück Insel, was wir jetzt hier haben. Und wir sehen also, da hinten sind weitere Inseln, ne? Aber der Zeus hat mir gesagt, dass bis zu den Inseln können wir nicht bauen. Das heißt, kurz vorher ist Schluss. Wir haben also nur eine begrenzte Größe hier für diese Luftinsel. Ich hab hier das Idee. Und dann können wir jetzt quasi nach oben und nach unten bauen, wie wir wollen. Hast du schon ein Holzschwert gebaut? Ja, 4 Stück. 4 Stück schon? Pass auf, dann nehme ich mir mal, fangen wir mal damit gleich an. Ich würde mir mal schnell die Setzlinge rausnehmen und dann gleich neue Bäume setzen, denn die werden wir brauchen, nicht wahr? Ich komme mal kurz hierher. Ach so. Hast du es gehört, Markim? Hörst du das, wenn mein Sohn redet? Ja, nicht? Oder ist er zu leise? Ja, ja, ich höre den. Gut. Ne, alles gut, alles gut. Oh, guck mal, das Gras wächst gleich nach, auch schön. So, bitte. Oh, Black Markim hat jetzt einen neuen Skin, damit man ihn besser sieht, wahrscheinlich. So, ich mach mal so ein Setzling hier in die Kiste zurück. nehmen, Hälfte nehmen, verschieben, Y, zack, so. So, pass auf, ich lese jetzt mal ganz schnell, ich lese mal ganz kurz im Chat. Wir haben jetzt natürlich das Problem, dass hier nicht viel passiert. Wir können jetzt einen Cobblestone-Generator gleich als erstes bauen. Damit fangen wir gleich mal an. Ich will mal ganz kurz lesen, wann kommt hier Last Day und Urf, schreibt Kevin. Oder irgendwas. Naja, ich denke mal, wir könnten es versuchen mit Holz, aber wir müssen mal schauen. Aber wir brauchen erstmal Wasser, wir haben in der Kiste keinen. Doch, wir haben Eis in der Kiste. Du findest... Also. Guck mal hier, der Bot hat geschrieben, du findest genitale Infos unter dem kleinen I oben rechts in der Videobeschreibung. Das ist schön zu wissen. Dann haben wir gesehen, Quitschi Army, dann haben wir danke sehr, General Snow ist auch da, der alte Jenkins, auf welchen Server spielt ihr? Also, für alle nochmal Ausrufezeichen, Skyblog in den Chat schreiben und dann kommt ihr sofort zu uns. Ihr seht das, es so schwer ist es nicht, der Black Markim hat zu uns gefunden innerhalb von 2 Minuten. Oh. Ist zu schaffen. Und guck mal, wer ist das? Ellie. Von der Ernte ist auch da. Herzlich willkommen. So, der Zeus wollte wissen, was ist der Plan für diesen Stream? Leider kann ich jetzt nicht so gut schreiben im Minecraft-Chat, weil ich habe die Tastatur noch nicht hier. Aber unser Plan ist, wir einfach mal gucken, was hier passiert. Wir fangen an mit einem Cobblestone-Generator, oder was sagst du, Markim? Ja, da haben wir unendlich. Absolut keinen Plan, hat es gemacht. Sky Islands von daher. Also, pass auf, es ist so. Wir haben ja gar nichts hier, nicht wahr? Wir haben einfach nichts. Und wir müssen jetzt uns irgendwie ausbreiten und müssen jetzt jeder so für sich sein Haus bauen. Ja. So, wir haben aber im Moment natürlich keine Chance, irgendwas zu tun. Wir brauchen also einen Cobblestone-Generator, um uns ausbreiten zu können. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich grabe jetzt mal hier ein Loch einfach mal rein und ich hoffe, dass die Erde jetzt nicht nach unten stürzt. Warte, pass auf, wir graben hier ein Loch. Da ist Boden. Okay. Wenn hier Boden unter uns ist, dann hier nochmal und da nochmal. Oh. Und da nochmal. Und da nochmal. Der ist abgestürzt, ne? So, pass auf, die Erde schmeiß ich gleich in die Kiste, bevor die verloren geht. Der Timmy hat runter. Der Timmy ist runtergefallen. Und warum hast du bitte schön 2 Schwerter? Ja, von dir sind die doch. Hä? So, Erde, jetzt pass mal auf. Schwert. Alles klar. Wer ist schon fast schief gegangen? Wie geht man denn gleich geduckt hier? Ah, hier, so. Das wird jetzt aber knapp. Ein Cobblestone-Generator bauen? Mit nur, oh je, jetzt wird's eng. Wollen wir das probieren? Wenn das jetzt schief geht, das ist Mist. Ey, ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Wenn wir die Lava, ich setze immer gern die Lava in Feld weiter hoch, weil die Lava, wenn das schief geht, oh je.
Ich würde eigentlich ganz gerne. Pass auf, dann machen wir hier einfach ein. Wir machen da ein Loch. Genau. Wir machen hier. Wir machen da ein Loch rein in die Mitte. Passt auf, stürzt. Ach, alles gut. So ist gut. Das klappt. Okay, warte, ich hol dir selber. Nicht, dass jetzt, wenn das schief geht, können wir von vorne anfangen. Ich nehme den Lava-Eimer raus und ich nehme. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Eis? Also den, sobald die Lava ausläuft, alle auf die Kiste. Pass auf, Martin, dass ich es nicht anbrenne. Vorsichtig sein. Oh. Ich hoffe, das geht gut. Die läuft da runter. Ey, ich hoffe, das klappt jetzt. Auf die andere Seite Wasser. Ja, ich hoffe, das klappt. Das ist ein Eisblock. Wie machen wir jetzt einen Eisblock zu Wasser? Das weiß ich nicht. Vielleicht muss man ihn lassen. Okay. Wie geht das? Warte, ich versuche mal einfach den anderen Eisblock daneben zu setzen, oder? Oder muss man den einfach nur unboxen, den Eisblock? Du, wenn man dich von oben anschaut, sieht es aus, als hättest du einen brennenden Kopf. Ich? Ja. Wie macht man das? Wie macht man aus Eiswasser? Wer kann mir da mal einen Tipp in die Kommentare das schreiben? Hat Dafür schon zu uns gefunden? Nee. LTV.P ist auch da. Dann haben wir noch, hallo, fragt er, Fragezeichen, habe ich was überlesen? Ich bin gerade im Moment noch dabei, das hier alles einzuräumen. Bitte seid da jetzt nicht sauer, wenn das jetzt nicht alles mit... Papa? Einfach 100 Mann haben erstmal hier hingeschrieben... Ah, ich höre Dafu. Dafu ist da, genau. Was? Ach, die Katze. Wer hat denn da so eine schlechte Tonqualität? So, General Snow haben wir gelesen. Hi ist vollgezockt, herzlich willkommen. Hallo, Kabum auch, herzlich willkommen hier. Wenn natürlich alle Skyblock schreiben, dann ist es natürlich für uns schwer herauszufinden, wer noch so geschrieben hat. LTV macht Fragezeichen. Aber hier spawnen auch Monster. Abbauen. Also der absolut keinen Plan schreibt, abbauen den Skyblock, den Eisblock. Sollen wir es versuchen? Wir bauen uns ab. Ey, komm, ich hab Angst, ne? Jawohl, Wasser. Ja, komm jetzt dann vor. Wir haben den ersten Stein. Jetzt brauchen wir eine Spitzhacke. Warte, und ich baue uns eine Spitzhacke. Wie viel Holz hast denn du noch? Ich hab jetzt... So. Einheiten Holz. Das reicht jetzt natürlich nicht mehr, warte, ne? Geh mal weg. Das nächste wäre... Dafür ist bei dir... Spitzhacke. Ja, ich hab's. Das ist Mist.